Ich hab die Hälfte, Hälfte. Herzlich willkommen, lieber Zuschauer. Ich heiße dich, ganz genau dich, an deinem altertümlich anmutenden Empfangsgerät. Herzlich willkommen zurück zu Green Hell, Folge Nummer 36, beziehungsweise die zweite Folge, wo es um die Herausforderung geht. Wir müssen immer noch ein Feuerlager entzünden. Wir haben Ende der letzten Folge damit angefangen. Holzscheite. Ich weiß nicht, ob das das richtige Plural ist. Ist egal. Holzscheite, warte mal. Ja, da will ich nicht drauf gucken. Okay. Okay. Hier oben müsst's irgendwo sein. Ich will nicht zu viel rennen, sonst, Energie und so. Ein Palmenerz. Ja, hole ich nicht viel Wichtiges zum Bauen raus, aber ein leckeres Palmenerz. Ja, zum Glück ruckelst du nicht. Her mit dem Palmherz. Palmherz oder Palmerz? Palmherz. Ja. Ach so. Den Holzscheit hatte ich hier noch in weiser Voraussicht liegen gelassen. Habe ich hier noch ein... Ja, super. Hier habe ich sogar, wenn es jetzt gleich regnet, noch ein... Weißt du was? Die zwei Hydrationen gönne ich mir mal direkt. Weil es schmeckt. Ah, wie geil. Oh, hier an dem Baum sind wir. Die geben gut Energie, ne? Oder? Plus 10 Energie. Wow. Plus, wow. Okay. Ich dachte, ich hätte jetzt im Kopf plus 8, was ich schon viel fand. Aber plus 10. Really tasty. Really tasty. Just make this tree falling. And give me the Wutscheid. Da waren auch Pilzgen. Die würde ich natürlich auch jetzt gleich direkt ins Inventar packen. Oh, nimm mal. Und da habe ich gesehen, da hat sich doch ein dober Stein noch versteckt. Ja, sammeln. Dafür sammeln. Ey, ich hätte so gern Molinera hier. Irgendein Molinera-Blatt. Hätte ich wenigstens mir ein Pflaster auf eine Wunde drücken könnte, wenn ich mir irgendwas hier hole, ey. Ja. Come on. Okay, der Holzscheit fliegt verdammt weit weg. Alter, wo bist du hin? Da bist du. Schon aufgehört. Oh, du verdammter Regen. Du verdammter Regen, du. Du blödes Schwierl. Ah, shit. Noch ein Holzscheit, um die Ebene fertig zu machen. Alter. Alter. Ah, oh, perfekt. Oh, ho, 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 ho. Noch nicht. Noch nicht. Deine Zeit ist noch nicht gekommen. Das mache ich gleich, wenn ich da wieder sehr wahrscheinlich so eine Palmblattebene da einrichten muss. Dann kann ich nämlich direkt die getrockneten Blätter aufnehmen. Oh, wo haben wir jetzt ein bisschen dickeren Baumstamm hier? Nee, nicht so ein dünnes Ding. Nee, nee, nee. Richtig dicke Ding. Obwohl ich glaube... Nee, das ist auch mega dünn. Für die, die jetzt zufällig zum ersten Mal hier zuschauen und sich mit Green Hell nicht auskennen. Also die ganz dicken Bäume, die kann ich halt nicht fällen. Komm, mach kleiner. Mach kleiner. Genau, nicht aufs Köpfchen fallen, aber kaputt gehen. Sehr gut. So. So. Und gleich mal auf die Uhr gucken, welchen Tag wir überhaupt gerade haben, ne? Hältst die Schnitt, ne? Hältst lieber die Schnitt. Ich hätte echt was zum Speichern. Außer wenn die alle einzeln sind. Bist du gerade einzeln?
traue mich nicht zu hoch zu werfen. Ach du Scheiße. Okay, noch einer. Okay. Er wird daran doch auch verbluten, oder? Dann kriege ich die beiden Speere wieder. Alter. Too much action, Alter. Ich möchte mich doch nur... Oh, jetzt muss ich den sammeln, damit ich überhaupt erstmal an meinen Speer komme. Ich komme ja... Ich popel mir gerade nicht in der Nase. Ich ziehe ja mein Piercing. Ja, gib mal her. Das will ich nicht. Ich will kein Menschenfleisch. So verrückt bin ich nicht. Obsidianklinge, ja, die nehme ich aber lieber. Wo ist er jetzt? Was? Was ist da los? Wer schreit da so? Ja, ist bis jetzt für mich die klügste Methode, die so klein zu machen, also die so zu besiegen. Alter, ich kann doch nicht wahr sein. Ich habe das Gefühl, meine Energie geht die ganze Zeit runter, oder? Ich wurde doch jetzt nicht getroffen von denen. Ey. Ob ich das schaffe, wage ich zu bezweifeln. Shit. Seriously? Nee, ne? Ja, wirklich, seriously? Alter, du gehst mit... Fuck. Ich habe alle Stöcker und so für ein Lager, für das Lagerfeuer verbraucht. Das hatte ich gar nicht mehr im Kopf gehabt. Trockenes Blatt nehmen. Okay, meine Herren. Es geht immer ab in Green Hell, do. In der Green Hell geht's immer ab, do. Gut, schwer abglauben, liebe Zuschauer. Oh, die Knochen sind super. Warum mache ich das dann nicht direkt hier mit Knochen, wenn ich so viele habe? Ich werde doch nicht alle zum Essen benötigen. Ja, sehr gut. Wie lange hält denn die Knochen? Oh, gut, okay. Trockenes Blatt nehmen. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ja, aufnehmen, 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 aufnehmen. Hä? Nimm doch auf. Bin ich da nicht dran? Ach, das war ein trockenes. Alter, was ist denn hier los? Nimm da auf. Da war doch... Nehmen. Ja, sehr gut, mein Guter. Palmblatt. Alter, der checkt gerade gar nichts hier, der Jack. Jack, du checkst gerade wie ich gar nichts, ey. So, packt rein. Pack rein, mein Guter. Ein guter Jack. Oder Jack, ey. Nicht Jack, Jack. Ja, jetzt würde ich aber als allererstes das trockene Blatt nehmen. Tja. Ihr habt mich halt enttäuscht, ihr Standardpalmblätter. Mal gucken, wie viel Tonnen ich von Schichten da jetzt noch brauche. Alter, das ist so viel, ne? 40! Das schaffe ich nicht. Ich gebe auf. Was? Spiel, was stimmt mit dir nicht? 40! Die Kohlenhydrate. Ich schlabber als erstes das Palmherz. Ja, ist auch am sinnigsten. Essen. 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 Wir halten noch einen Tag. Proteine gehen klar. Das lasse ich hier. Alter, 40! Boah! Das ist schon ganz schön krank. Das... Was ist das? Was hören wir da gerade? Alter, nein! Woher kommt... Du bist doch... Du bist sowas von geisteskrank, ne? Ne. Kannst mich am Popo lecken. Alter, was? Wo ist er? Oh.
Ach, einen Egel habe ich auch noch. Alter. Ich will den nicht sammeln. Ich will nur meinen... Na, dann nehme ich den Speer. Dann nehme ich halt den Speer. Na gut, ist mir Wurst. Egel, wegmachen. Ich verliere Gesundheit. Alter, warum? Weil durstig. Oh, das ist wirklich ganz schön. Hab ich hier bedeutet... Ich muss da mir jetzt erstmal den Schluck hier besorgen. Und eigentlich muss ich ich muss jetzt zurückgehen, weil da liegen noch meine anderen Trinkschalen. Boah, das wird knapp, ne? Das wird verflucht knapp, ey. Hätte ich nicht gedacht. Ich habe es mir irgendwie einfacher vorgestellt. Ich weiß nicht warum. Eigentlich Schwachsinn. Wenn in diesem verdammt schweren Spiel schon etwas Herausforderung heißt, dann wird es doch nicht einfach sein. Ich weiß auch, die Segel, die hat mir ja schon gesagt, dass das schwer ist. Ich weiß nicht, wie ich innerlich irgendwie darauf kam, dass es irgendwie einfacher ist. Mach doch kaputt. Oh, einfach mal nehmen. Bin ich überladen? Nee, überhaupt nicht gut. Okay. Ich werde da jetzt meine Brühe rausschlemmen. Werde nochmal ein Lagerfeuer anmachen. Das werde ich natürlich auch jetzt schlemmen. Das ist ganz klar. Krass, ey. Ich habe keine Moliniera, ey. Das macht mir verdammt nochmal Sorgen. Dafür habe ich auch halt gerade viel zu viele Gegner hier. Und das mit dem Bogen kann ich mir auch abkreisen. Mit dem Bogen treffe ich einfach nicht gut. Ich weiß nicht, warum das so ist. Yes! Ach, der ist leer. Ja, lecko funny. Ich bin wirklich vorbereitet. Nimm, Junge. Nimm alles mit. Oh, le Bouchazor de Fuminanto el Fucicato. Le Bouillabeste. Nein. Ich finde mich selbst nicht nervig. Ihr? Ach, immer noch der doofe Komodo-Varan. Weiß gar nicht, ob das ein Komodo-Varan ist. Ich sag einfach mal Komodo-Varan. Habe ich auch noch nie hier gefangen. Bin ich wahrscheinlich auch mit dem... Ja, der Zuschnappfalle. Ich weiß gar nicht mehr, wie die heißt. Halbwegs gut fangen. Okay. Knochen, bitte. Yes, macht mal schön fettig da. Macht mal schön heiß und fettig. Mmh. Ach stimmt, das tut sogar meiner geistigen Gesundheit gut. Trinken. Trinken. Da will ich winken und ich muss trinken. Na, dafür ist das jetzt gerade schon echt sehr, sehr gut. Wo sind die anderen Knochen? Hier sind die anderen Knochen. Sehr gut. Bedeutet, ich muss jetzt noch mal kurz mein Bidon auffüllen, um... Ich hab recht, Hilfe! Hilfe! Nein, das finde ich gar nicht gut. Warte mal. Wollt ihr mich veräppeln? War hier nicht das Wasser? Nee. Oder war hier das Wasser? Alter, hab ich das Wasser da jetzt leer gemacht? Nein, nie und nimmer. Nee. Alter Spiel, du überrascht mich immer wieder aufs Neue. Hier war doch... Alter! Ernsthaft? Spiel? Ernsthaft?
muss ich das saubere Wasser nehmen und das hier leer zu machen. Auszumachen. Leer zu machen. Scheiße. Alter, kann doch nicht sein, dass das da. Oh. Naja, vielleicht habe ich auch nicht drauf geachtet. Vielleicht ist in der Richtung ja auch einfach noch so eine Wasserkloake. Ich frage mich, ob das Mikro nah genug an meinem Mund ist. An dem Mund. Ist. Wie sieht's denn aus? Ja, halbwegs okay. Auf jeden Fall, dass ich erstmal gut wieder was prügeln kann. Das mache ich auch mal. Direkt hier. Komm, mach klein, ey, die Grütze. Gibt's nicht irgendwas, wo ich 3 Holzscheiter rausholen? Ist die Frage, ne? Problem ist, ich kann auch nicht zu viel schlafen, weil das alles hier im Wettlauf gegen die Zeit ist. Caramba, ey. Ah, perfekt. Fehlen nur noch 37. Alter. Alter. Will doch nicht dein Ernst sein. 37. Ja, nehme ich mal mit. Kann ich alleine nichts mit anfangen, aber... Vielleicht finde ich ja noch Moliniere. Moliniere. Oui, si. So, ich laufe jetzt kurz hier ein bisschen in die Richtung, um zu gucken, ob hier vielleicht irgendwie so eine Wasserkloake ist. Alter, leck mich doch fett. Ich habe keine Zeit, um die ganze Zeit gegen euch zu kämpfen. Ich muss das Feuer hier fertigstellen. Was natürlich aus 38.000 hole ich hier ein Holzscheit raus. Ist das der dickere? Ja, ne? Ja. Das wird einfach schon wieder dunkel, ne? Ah, verdammte Hühnerbrühe. Verdammte Hühnerbrühe. So. Nur noch 35. Du hast mir ein bisschen zu wenig. Regnet gerade. Da muss ich auch mal ehrlich zugeben. Jetzt ist auch zu dunkel. Bedeutet, ich gehe. Das ist echt kacke. Das ist echt kacke. Ich renne zurück. Noch nicht. Jetzt renne ich. Um mich kurz hinzulegen. Alter, das ist eine Herausforderung. Ach, ey. Spiel, kannst du nicht einmal leichter sein? Hä? Spiel? Green Hell, du? Kannst du eine Ammo ein bisschen leichter sein? Wie nehmen? Es hat doch gerade geregnet. Nein, gar nicht gut. Gar nicht gut. Muss die Energie hochkriegen. Nicht komplett, weil wir schlemmen dann... Boah, Alter, was so früh ist noch? Mhm. Ist das jetzt eine leere Dose gewesen? Ah, oh, ich Esel. Wenn wir die Herausforderung machen, okay, das ist gut. Wie sieht's mit dem Trinken aus? Wenn wir mal die Herausforderung mit der Rüstung machen. Es gibt so eine Herausforderung, wo man sich eine Rüstung und so bauen muss. Dann müssten wir auf jeden Fall hier hin, weil wir können nicht nur diese Eisenerze einschmelzen und schmelzen, sondern auch die Dosen. Und hier ist ja Eisenerz und mehrere Dosen drin. Alter, hier ist echt kein Wasser mehr. Ey, leck mich doch fett an den Pimpernellen. Ich kann das gar nicht glauben. Schon wieder was eingefangen. Immer noch kein Linierer.
Ja gut, ich laufe ja auch immer nur von A nach B, aber ich, warum ist hier kein Molinera? Oh, no Molinera! Und wenn jetzt gleich wieder so ein Jabba-Waka auftaucht, dann drehe ich aber durch, du. Dafür brauche ich gerade auch nicht. Das ist Bambus. Ist das jetzt ein ganz dünner Baum? Ist das nicht? Ich hack mal dagegen. Nicht nochmal, du. Jetzt bin ich die Holzscheite hier kaputt, du. Ist nicht gescheit, du. Komm, wir gehen hier lang und bauen es auf. Oh yeah, komm, wir gehen. Ich frage mich, ob das random ist oder ob es immer hier ist, das mit dem Lagerfeuer. Lagerfeuerlager. So, nur noch 33, gut. 33. Ach, du kommst wie gerufen. Zum Glück ruckelt das nicht, ey. Wenn schon mal da ist. Alter, und jetzt ist hier alle voller Bambu. Bambu. Ist auch ein dickerer, ne? Dickerer Baum. Versuch jetzt mal, wenn die Jabba-Waka nicht mitten in den Weg laufen, die mal zu ignorieren, wenn jetzt gleich noch welche auftauchen. Weil ganz ehrlich, ich will die Herausforderung schaffen. Das ist mir jetzt das mit Abstand Wichtigste. Ich will nicht direkt bei der ersten Herausforderung vollends verkacken. 29, okay. Problem dabei ist, wenn ich natürlich jetzt die Bäume hier immer in unmittelbarer Nähe hau, führt es ja dazu, dass ich irgendwann weiter muss. Oh, no. Kein Problem, überhaupt kein Problem, Jack. Reg dich nicht auf. Ich stell jetzt wieder mit Stein das Gerät her, damit ich aus den Knochen da so eine Knochenbrühe machen kann. Und eine leckere Bouillon auskochen kann. So, wo... Oh. Nein, nein, au, nein. Holzscheit? Bist du da? Holzscheit? Wo ist der zweite Holzscheit? Nein! Oh, bitte. Alter. Kann doch nicht dein Ernst sein. Oh, nee, ey. Oh, Baum, ne? Baum, ey. Nicht gut. Nicht gut. Der Tag bricht an und es wird dunkler als schon nächtlicher Zeit. Ich frag mich, wann ich gleich in eine Schlange reinlaufe. Echt, das wird passieren müssen. Und dann habe ich keinen... Fall doch nicht in die Richtung. Okay, Holzscheit 1. Holzscheit 2. Okay. Das war's ja schon wieder mit dem Holzscheit. Ja gut. Das waren dann 2. Ja, dann ja, gehen wir hier zurück und jetzt könnte ich aber mal irgendwas knuspern. Gut. Banane hält noch über einen Tag. Das hält auch noch über einen Tag. Sehr gut, sehr gut. Sehr, 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 sehr gut. Okay. Einfach mal zur Sicherheit mitnehmen. Warum auch immer, aber... lieber zu viel oder zu wenig haben, ey. Boah, jetzt habe ich schon wieder was gehört. Und das war kein Molinera-Blatt, was ich gehört habe. Ich will nicht so weit weg. Will nicht so weit weg. So ein Dreck, ich will nicht so weit weg. Ey, komm, jetzt haben wir erstmal genügend Steine. Okay.
Ja. Oui, oui. Noch eine Holzzeit. Oh, das ist wunderbar. Das ist really, really wunderbar. Na, pack es da rein. Mach das voll. Wir sind gleich schon bei der Hälfte. Das ist nicht schlecht. Könnte schlechter sein. Es könnte auch durchaus natürlich besser sein. Aber... es könnte auch irgendwie schlechter sein. Also, oh nein, jetzt verliere ich schon wieder Energy, weil durstig. 100% durstig. Natürlich, was sonst durstig? Auch gar nicht gucken, ich bin durstig. Ich werde durstig sein, ich bin durstig. Hey, Macarena, Mann, hey, Macarena. Hey, Macarena, Mann, hey, Macarena. Hey, wo ist... Ich werd hier noch irre. Wo ist die Kokosnuss? Schale. Alter, veräppelt. Da. Oder? Ja. Hier. Trinken. Sammeln. Essen. Essen. Mal guter. Mal guter, die. Gieß doch mal. Oh. Nee, hier. Stellst du die nochmal auf. Alter, irre, ey. Wie viele sich hier rumtreiben. Das sind zwei, die können mich mal am Pöchen, ey. Gehe ich gar nicht hin. Dann ist die Seite für mich jetzt gestorben. Aber hier muss ich immer so weit weg. Das ist wirklich schwierig. Es ist nicht einfach. Das ist schwierig. Jo. Jetzt das kann. Jack, du verrückte, verrückte Stinknatter. Wieder nur ein Holzscheit? Hm. Bevor es dann den anderen hin verschlagen. Oh, das ist bestialisch, ist das. Ich hab die Hälfte, Hälfte. Jetzt hole ich diesen Baum, jetzt hole ich diesen Baum. Ein Riesentraum. Aha, da ist ein Holzscheit. Okay. Okay, perfekto. Nicht weit weggesprungen, gefällt. Das gefällt. Ein Wettlauf gegen die Zeit. Aber Tiber Grylls ist imstande, das zu meistern, hoffe ich. Er hat nur noch die Hälfte seiner Energie. Und auch nur noch die Hälfte seines Gehirns. Aber egal, er gibt nicht auf. Er ist doch auch ein bisschen breiter, der Baum. Bedeutet zwei Holzscheite. Alter, wo fliegt ihr hin, ey? Egal, wir machen weiter. Ich glaube, ich... Oh yes, oh yes. Ja, dass ich keinen Molinier habe, ne, da krieg ich eine richtige Paranoia. Das hat nur Kohlenhydrate. Oh, okay. Gut, besteht auch nur aus Zucker, ne? Fast. Da, wenn ich gleich in irgendeine Schlange reinrenne, dann bin ich durch, ey. Dann bin ich durch. Ich höre die, glaube ich, singen, ne? Ganz, 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 ganz leise. Boah, das war laut. Das war laut. Okay. Bewegen die sich? Ey, dann garantiere ich gar nichts mehr. Dann gehe ich kaputt. Hm. Stell mir jetzt das Feuerlager her, du. Wie viele fehlen noch? 13. Ach du Schande.
Okay, ich bin... Nein, ich bin dreckig. Und hab hier gerade kein Wasser. Alter! Spiel, übertreib doch nicht! Alles gerade... Alter, aber ich hab doch noch was. Ich hab noch einen Egel. Wischt der Regen mir dann nicht vielleicht auch ab? Ja, mach den weg. Den Egel. Shit. Das ist wirklich so viel, ne? Was man hier... Das ist ja wirklich jetzt die Herausforderung. Ah, okay. Es macht mich automatisch sauber. Gut, okay. Ich habe gar nichts gesagt. Nee, ich habe keinen Satz angefangen. Da vertust du dich, lieber Zuschauer. Da vertust du dich gerade. Okay, Energie geht schon wieder runter. Also, nicht Energie, Lebensenergie. Mein Leben geht runter. Leute, hab wahrscheinlich wieder Durst, ey. Was war hier auf dem Boden? Weiß ich nicht. Alter, ich denke immer in dem Moment, wenn ich mich umdrehe, dass ich irgendwas aus dem Augenwinkel noch sehe. Keine Ahnung warum, ey. Denn da jetzt umgefallen? Ja, es ist wirklich wieder da trinken. Ey, das kann doch nicht wahr sein. Ja, interessiert mich gerade nicht, du. Du stinkender Kacksack. Das interessiert mich gerade nicht. Kann doch nicht wahr sein, dass das immer so kurze Regenschauer sind. Ja, auch wenn es jetzt nur ein Fingerhut voll war. Better than nothing, ey. Ja, Kohlenhydrate gehen mir nämlich auch so ein bisschen unter dem Purpose. Ich denke, eine Zwischenrunde müssen wir nochmal... Also wenn wir das jetzt überhaupt schaffen, ne, außer uns beißt gleich was. Wir haben ja keinen Molinierer, da gehen wir eh kaputt. Aber gesetzt im Fall, das sieht alles gut aus, werden wir noch einmal eine Zwischenrunde zurück zu unserem Schlafort da machen müssen, um die Knochenbrühe da zu trinken. Die Bouillon! Jetzt auch schon wieder bei 32 Minuten, ne? Ach, warte. Ja, dann wird das halt mal wieder doch eine längere Folge. Das wollte ich eigentlich nicht mehr so. Ich wollte nicht, dass es so komplett jenseits der 30 Minuten ist. Aber halt mit den Dingern kannst du halt schlecht planen mit den Herausforderungen. Weil ich bin mir ganz sicher, dass... Wenn ich jetzt aufhören würde, das nächste, was dann folgt... wird keine ganze Folge sein, deshalb, das wird jetzt halt einfach wieder eine bisschen längere Folge. 9 Stück noch. Ey, echt, dass ich keinen Molinierer, nicht ein einziges hab. Ich weiß, darüber rede ich die ganze Zeit, aber das macht mich kirre. Das macht mich kirre. Es ist ja nicht nur hier eine Herausforderung, das zu schaffen, sondern natürlich auch erstmal zu überleben. Und wenn mich jetzt gleich irgendwas beißt... Dann hab ich nix. Dann hab ich nix. Dann gehe ich auf jeden Fall kaputt. Das kann eine kleine Schlange oder eine kleine Spinne sein. Dann gehe ich kaputt. Das ist nicht gut, ey. Komm bitte. Hier wird doch noch ein dritter drin gewesen sein, oder? Kein dritter Holzscheit in diesem riesigen Baum. Hey, ihr wollt mich doch veräppeln. Oh, shit. Mann, Mann, Mann. Das ist nicht gut. Bedeutet jetzt noch 4 Bäume. Auf jeden Fall. Den könnte ich ja auch klein hacken, aber da kriege ich nur einen raus, ne? Den könnte ich vielleicht als letztes hacken. 7. 7 to go. Ich frage mich auch, wie das sein soll, wenn es jetzt gleich regnet. Da muss ich ja erstmal auf jeden Fall den Regen überstehen, weil so werde ich ja kein Feuer anmachen können.
Ja, keine Ahnung, wie die sich das denken. Die haben sich schon irgendwas dabei gedacht, die Green Hell Macher. Und mein Mikro ist ganz weit entfernt vom Mond. Ich hol's mal näher ran. Es hängt mir noch nicht im Gesicht, also ist alles gut. Wo ist hier ein Baum zum Kleinhacken? Ja, hier hole ich doch wieder nur einen raus, oder wie war das? Lieber Zuschauer, du musst denken, du hast jetzt hier wie ich mit dem größten Spaten zu tun, der wie ich alles vergisst, aber... Nee, da ist mir auch ein zweiter rausgefallen, aber irgendwo da hinten hin. Geht nicht. Sammeln! Perfekt. Oh nein, oh nein. Nee, probiere ich gar nicht. Erst zerbreche ich mir die Haxen und hab noch nicht mal dann ein Pflaster, um es zusammenzuflicken, hm? Oder die Wunden, sagen wir mal, abzudecken. Was ist da denn jetzt runtergefallen? Oh! Du verdammtes, elendes, dreckiges, so kurz vorm Ende. Also was heißt kurz vorm Ende? Ey, boah. Scheißbiest. Scheißbiest, du. Boah, war das knapp, ey. War das knapp. Hätte ich mich jetzt aufgeregt. Boah. Da hätte ich mich jetzt wirklich... da will ich gar nicht mehr hin. Meine Gesundheit, ne? Ey, oh, Serenia! Weiter damit! Bevor er gegen Pferde tritt, sagt er einfach her damit! Drei Stück noch. Drei Stück noch. Drei Holzscheite. Komm, Alter. Das sollten wir irgendwie gebacken kriegen. Das sollten wir irgendwie gebacken kriegen. Ja, nicht, wenn der Baum hier explodiert, weil dann kann ich immer nur einen aufnehmen, weil der andere Richtung Bangladesch fliegt. Ey, meine Herren. Im schlimmsten Fall muss ich jetzt noch zwei Bäume klatschen, weil... ja, das alles so auseinanderfliegt. Kacke, ey. Das ist ein ganz dünner Baum. Da hole ich nicht einen einzigen Holzscheit raus. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Vorsicht, ey. Molinierer. Weißt du was? Ich habe so eine Paranoia gerade, dass ich kaputt gehe. Ich nehme die Molinieras noch mit. Stell mir wenigstens einen Verband her. Ich habe echt Angst, dass ich jetzt auf dem Weg dahin in irgendeine Schnecke reinlaufe. Wow, 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 wow. Bitte, 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 in die Mitte, 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 bitte, 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 in die Mitte, Mitte, Mitte. Komm, Junge, komm. Entzünde ein Feuerlager. Ja, da haben wir gerade ein Problem. Gutes Spiel, es regnet, es regnet. Aber versprochen, ich mache es gleich. Jetzt nehmen wir uns hier noch... Wo sind die Pilze hin? Ich habe doch gar nicht alle aufgesammelt. Wo sind die blauen Pilze hin, Mann? Ah! Alter, die hätten mir jetzt nur Energie gespendet, aber gut, Spiel. Dann sind die halt despawned. Ich hätte sie jetzt nur gebraucht, aber völlig okay. Kein Problem. Mann, gemeines Spiel. Mann, 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 Mann.
Komm. Regen, hör auf. Regen. Oh ja, das geht schon mal gut nach oben. Sehr schön. Gut. Gut. Aber ich wette, das hört jetzt nie auf, ey. Spiel! Spiel! Spiel, du darfst das Regnen sein lassen. Wirklich. Jetzt. Jetzt. Ich wette, wenn ich jetzt überlegen würde, Richtung unseres kleinen Unterschlupfes, sag ich mal, zurückzukehren, um da einen Schluck zu trinken oder irgendwie sowas, also von der Knochenbrühe, dann wette ich, werde ich damit bestraft, dass der Regen aufhört. 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 Komm, hör auf zu regnen. Ich sehe die Tropfen da immer noch. Oh, yes! Yes! Alter! Das war verdammt knapp. Seht ihr, wie viel ich gebraucht habe? Ich habe... Das sind 3/4 ungefähr gewesen sein. Ey! Und das für das allererste, für das allererste... Für die ist es ja weiblicher Artikel. Für die allererste Herausforderung. Aber wir haben es geschafft, meine Damen und Herren. Ich hoffe, Sie fühlen sich hier immer noch bei Tiber Grills in den besten Survival-Händen. Und falls du zufällig eingeschaltet hast und diesen Kanal noch nicht abonniert hast, dann hol das doch am besten nach. Sonst für die, die mich schon länger kennen, ich erwähne trotzdem nochmal meinen Namen. Mein Name ist Tibor und ich bin verflucht noch eins. Raus aus dieser Nummer. Ciao. Ja, ich weiß, ihr wollt mehr von diesem Tibor. Drück in die Mitte. Und kriegt mehr von diesem Tibor. Behalte den Namen Tibor. Behalte ihn in deinem Kopf.